So, hallo Patty. Im Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen Weg aus der Stadt raus. Im Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen Weg aus der Stadt raus. Wirklich? Und das soll ich dir jetzt glauben, wie? Das werde ich mir mal genauer ansehen. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Wehe, wenn du mich angeschmiert hast. Dann reiß ich dir den Kopf ab, klar? Wir sehen uns bei Sonja. Ja, ich folge einfach mal. Weil da muss ich eh gerade hin. Ingvar ist mir egal. Wahrscheinlich folgt es Vasili. Warte mal, ich folge einfach mal Sonja. Oder ich folge Vasili, der wiederum Sonja folgt. Und hau Vasili notfalls nochmal auf den Deckel. Folgst du ihr? Nee, das tust du nicht. Mein Gott, du hast auch noch Hotpants an oder sowas. Willst du mich rollen? Ja, Hotpants, lange Strumpfhosen oder Lederschnürung. Ein sehr offenherziges Dekolleté, ist klar. Ich bin mir absolut sicher, dass sich jede Frau genauso kleiden würde, wenn sie die Wahl dazu hätte. Aber gut. Mein Schaden soll es nicht sein. Na komm, Betty, lauf ein bisschen schneller. Das musst du auch kneifen, meine Güte, ey. Ja, egal. Themawechsel, Patty. Mach hin. Ja. Ja? Achso. Kann ich wahrscheinlich erst ansprechen, wenn du stehen bleibst, oder was? So, jetzt vielleicht. Patty? Bleibst du stehen? Geh doch. Patty. So, jetzt zeig mir mal deinen Tunnel aus der Stadt heraus. Ja, kleinen Moment. Erstmal mit dir nochmal reden. Was soll der Unsinn? Soll jetzt etwa jeder Idiot durch meinen Tunnel die Stadt verlassen? Oder was? Entspann dich. Kommt nicht mehr vor. Nicht allzu oft jedenfalls. Na gut. Mach, was du willst. Aber halt mich da raus. Ich will nichts damit zu tun haben, klar? Kein Problem. Okay. So, auch nochmal, ich habe noch ein bisschen Krimskrams für dich. Ich habe irgendwelche... Lass uns handeln. Habe ich irgendwelche Kerzenleuchter gerade gefunden oder sowas? Habe jetzt noch 25 Dietriche. Ah, Mist. Ja, hier, genau, zwei Kerzenleuchter. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts weiteres. Die Perlen will ich eigentlich auch behalten. 80 Gold, ja genau, wunderbar. Warte mal, was hast du nur noch für... Dietriche kostet 10. Nimm ich mal 8 mit. Das ist ein guter Deal. Warenkorb handeln. Dankeschön. Gut, jetzt. Der Weg aus der Stadt ist frei. Der Tunnel dort wird dich bis vor die Stadtmauern führen. Da soll noch mal jemand sagen, es gäbe nur noch Pfeifen in dieser Stadt. Du hast mir sehr geholfen, mein kleiner Held. Wenn ich endlich gefunden habe, was ich auf dieser Insel zu finden hoffe, dann werde ich mich dir erkenntlich zeigen. Ich werde mich jetzt erstmal am Strand vor der Stadt verstecken. Nur falls du mich suchen solltest. Bis später. Vielleicht. Der begünstigt, der will ich eh gerade hin. Ja. Ja. Was mich mal interessieren würde, machst du jetzt eigentlich die Tür auf oder gehst du direkt durch und verschwindest dort? Deswegen folge ich einfach mal. Oh, warte mal. Ein Fläschchen. Das würde ich gerne mal sehen. Achso, du kannst einfach so durchtappen. Ah, ich habe mittlerweile die Tür geöffnet. Ach, schade. Na gut. Gibt es wieder neue Monster? Vielleicht ein paar Seegeier oder sowas? Sieht nicht so aus. Aber vielleicht kann ich ja nochmal ansprechen auf irgendwas. Na? Bleib mal stehen. Wahrscheinlich besser beim Feuer stehen oder sowas. Dem schönen rosa Busch hier. Zack. So, Patty. So, Patty, es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. So, Patty, es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. Was genau hat das mit dem Brief deines Vaters auf sich? Nun ja, es ist so. Mein Vater ist vor einiger Zeit hier auf dieser Insel gewesen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Gewesen? Er ist also gar nicht auf der Insel? Nein, ich denke nicht. Aber er hat etwas hier hinterlassen. Etwas so Wertvolles, dass uns jeder Halunke in der Hafenstadt auf Anhieb dafür umbringen würde. Hm,
Und was soll das sein? Na toll, und ich fall auf diesen Unfug noch rein. Und was soll das sein? Das erzähle ich dir, wenn wir den nächsten Hinweis gefunden haben. Ja, also gut, was hast du jetzt vor? Also gut, was hast du jetzt vor? Mein Vater hat ein weiteres Versteck, etwas weiter im Inland der Insel. Seinem Hinweis zufolge befindet es sich in einem Grab. Ich will dieses Grab finden. Ja, ich werde dich in der Suche begleiten, das will ich zwar tun, aber jetzt nicht sofort. Weil ich würde ganz gerne leben. Warte mal, ich speichere das Ganze mal, könnte ich immer wieder machen. Let's play, wo bin ich hier gerade? 28, 028. Gespeichert, okay, fortsetzen. Patty, weißt du was, ich begleite dich. Ich werde dich auf deiner Suche begleiten. Gut, wie du willst. Ich glaube, ich weiß, wo sich das Grab befindet. Also werde ich vorgehen. Sag mir, wenn du bereit bist. Die Frage ist... Erstmal, kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Vielleicht was, was uns bei der Suche weiterhilft. Ich habe ein paar nützliche Talente gelernt. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Was kannst du denn? Ja, toll, alles klar. Glaube ich, werde dir folgen. Was ist denn das für ein schwachsinniger Dialog? Das Dumme ist... Ich lasse es doch noch erstmal sein. Ich habe tatsächlich nochmal gezögert, einfach nur deshalb, weil sie meint, dass das irgendwo in einem Grab ist. Und Gräber verbinde ich erstmal jetzt direkt bei Risen mit Ghoulen. Und mit Ghoulen kann ich das irgendwie besonders gut klar bisher. Nehme ich mal die Beere mit. Und gehe einfach so nach oben. Die Ordenskrieger dürften mich ja eigentlich nicht angreifen, weil ich ja auch im Auftrag des Inquisitors unterwegs bin. Inquisitors. Wo auch immer sie sein mögen, die Leute. Hier ist das Stadttor. Ach, ich bin da lang gekommen. Ah, ich verstehe. Und da ist irgendeine Art ziemlich schwer gerüsteter Typ. Mein Gott, hast du mich erschrocken, Sarah. Das müsste auch sterben. Dein Keulchen nehme ich mal an mich und den Pilz nehme ich auch noch an mich. Hey, Keulchen und Pilz. Und irgendeine Mana-Pflanze oder sowas. War hier hinten noch irgendwas Schönes? Nee. Na gut. Oh, da ist noch eine Pflanze. Ist das eine Reiselust? Nee, ist eine Beere. Sehr schade. Und das ist ein Pilz. Den kann ich zumindest noch identifizieren. Und hier ist schönes hohes Gras. Was ganz hübsch aussieht, was allerdings ganz gut Pflanzen verdecken kann. Gerade Pilze oder solche Dinge, solche kleineren Pflanzen. Ich frage mich gerade, ob das bei einer Höhe, ob das bei einer geringeren Detailstufe dann abgeschaltet wird. Ich meine eigentlich an schon. Gut, gut. Manchmal muss man. Du hast doch bestimmt noch was. Ja, ich hätte doch was anderes zu tun. Ist ja okay. Eine Die Beere. Wir werden auch immer heftiger. Ja, ja. Ich glaube, das ist alles. Du hast doch irgendwas Schönes an der Stadtmauer wachsen, vielleicht irgendwelche Pflanzen oder so. Ich bin mal gespannt. Die wird in Schuss gehalten. Na gut, reden wir mal mit dir. Wer bist du denn? Magnus. Was willst du hier? Du bist doch einer der Banditen. Na und? Ich gehe hier nur lang. So, so. Wir beobachten dich, Freundchen. Okay, ich will nicht die Stadt. Also wenn ich die Stadt will, dann gehe ich einfach in die Stadt. Rekrut. Da. Dort unten ist da unten Wasser. Sieht zumindest nicht gerade einladend aus. Also gehe ich wieder hoch. Das war ja ein spannender Dialog. Hätte ich ein bisschen mehr Wort aufgestalten. Die Pflanze sieht flippbar aus. Ist sie auch. Kraut. Schön. Schönes altes Kraut. Gut, dann gehen wir halt wieder unseres Weges. Einfach nach oben. Mal gucken, wo uns der Weg hintreibt. Ist es ein schwarzer Wolf? Es ist ein schwarzer Wolf. Na komm. Ja! Oh ja! Oh oh. Na komm. Oh ja! Tot. Jetzt haben wir getroffen worden. Naja, ist nicht so doll, aber immerhin. Wölfe sind immer noch so eine Plage mit der Axt. Okay. Ist das da pflückbar? Nein. Ist das da pflückbar? Nein. Ist überhaupt irgendwas pflückbar? Nein. Doch, da hinten. Ah, ein kleines Schweinchen. Komm mal ran. Oh, yeah. Und? Oh, yeah.
zwei Stück. Muss nicht mal ausweichen. Wundervoll. Also zwei Schläge, nicht zwei Stück. Einfach nur eine Beere. Mhm. Was ist das hier? Kann man es abklauben? Nee. Leckeren Pilz, leckeren Baumpilz abknabbern. Ein rostiges Schwert. Ein Beutel, okay. Ein Beutel. Na, da gucken wir direkt mal rein. Vielleicht finden wir irgendwas Lustiges drin. Beutel haben wir jetzt genug. Beutel, ein kleines Beutelchen. 25 Goldmünzen drin enthalten. Und eine Goldbörse. 300 Goldmünzen enthalten. Oh, das ist doch okay. Muss die gar nicht verkaufen, sondern kann die einfach so nehmen. Das ist doch ein Deal. Ach, hier oben ist die Brücke, wo ich mal rüberkam mit den Gnomen. Ja, ja, ich verstehe. Guck mal her, du Seegeier. Oh, yeah. Seegeier macht mir mittlerweile Spaß. Die kann man so schön leicht töten. Gehen wir nochmal hier hoch. Da oben ist nämlich noch eine Wurzel, wenn ich das richtig sehe. Was nicht nehmen? Nein. Und irgendwas davon nehmen? Nein, sieht alle so nehmbar aus hier. Ein Heilwurzel. Ha! Lieber nochmal F5 drücken, bevor jetzt wieder irgendein Ogre in die Arme laufe oder sowas. Ich bin gerade erschrocken. Mein Gott! Bist du gut getarnt, ist das furchtbar. Tja! Autsch, oh, autsch, autsch. So, Stachelratte Nummer 1. Ich kann ja auch ausweichen, bin gerade so ein. Puh. So, einmal nicht geplündert. Und wo ist die andere hingelaufen? Oder hingefallen, hingerollt, was auch immer. Dort ist sie. Stachelratte und ein Grünblatt. Was wir machen, könnte ich da direkt mal ein Heiltränkchen trinken. Das kann ja nicht schaden. Ist das eine Münze? Wie viel ist noch Erfahrung? Ist technisch entfernt. Immer noch 700 oder 800. Ein Mana-Pilz. Und irgendwas grunzt doch da gerade fröhlich vor sich hin. Da oben ist auch jemand eine Pflanze, die ich noch pflücken werde. Ach, ist das schön, wieder draußen zu sein. Einfach durch die Wildnis ziehen. Arme, hilflose Tiere abschlachten und Pflanzen pflücken. Das ist doch schön. So. Die Seemannskiste habe ich schon geknackt. Ich glaube ja schon. Ja, das sieht gut aus. Das sieht ziemlich gut aus. Ach stimmt, hier waren ja diese komischen Krallenkäfer oder sowas. 4, 5 Stück oder so. Hier waren irgendwelche Wölfe und Gnome. Ja, ja, das waren noch Zeiten. War hier irgendwas? Ne, hier ist nur ein anderer Weg. Und eine Pflanze, eine Mana-Pflanze. Ich könnte ja fast versuchen, mal jetzt wieder zum Osttempel zu kommen. Was ist eigentlich für ein Gebäude da hinten? Irgendwie so eine Hütte. Kenne ich die schon? Weiß ich gar nicht. Den Pilz hier kenne ich auf jeden Fall auch. Ich könnte da hochklettern, aber hier glaube ich erst ein bisschen auf dem Weg lang. Um die Wege ein bisschen frei zu räumen. Was ist da? Ach, ein Tempel ist das. Vulkanfestung. Ja, ja, ja. Ach stimmt, hier war eine Falle. Alles klar bei dir? Ja, bei dir so. Stimmt, hier war eine Falle, die mich damals getötet hat. Und ich würde mal versuchen, das direkt nochmal nochmal in diese Festung reinzukommen. Also diese Festung, die sich einfach nur eine ganz normale Gruft ist. Genau, hier war einfach nur eine Falle, die mich getötet hat, indem ich den Schalter da oben gedrückt habe oder so. Und ich höre lustige Geräusche. Okay, so lustig sind die Geräusche nicht, aber ich höre sie auf jeden Fall. Und ich habe mich wieder erschrocken, das ist echt ein Vergnügen ist. Am besten Willen. Ich drücke also nochmal die F5. F9, F5 auf keinen Fall. Oh, sag mal. Wieso erschrecke ich mich immer bei solchen Momenten? Ich muss mich auch mal gestehen, ich habe irgendwann kurz vor Halloween, also vor dem 31. Oktober, wie es so schön gefeiert wird, Halloween, dieses schöne heidnische Fest, habe ich auch mal beim Steam Sale zugeschlagen und habe da Penumbra runtergeladen. Das wollte ich vielleicht auch mal irgendwann let's playen. Ich glaube aber dabei werde ich einfach mal sterben. Weil, ich erschrecke mich ja hier schon. Ich meine, ganz ehrlich. Ach, das ist einfach nur ein Krallenkäfer oder sowas. Gut, ich drücke also nochmal F5. Dann würde ich jetzt einfach mal kurz die Armbrust zücken und vielleicht schaffe ich es ja, diesen Schalter zu aktivieren. Ja, das funktioniert. Komme ich jetzt hier lang, ohne zu sterben? Ich würde sagen, nein. Drück also nochmal die F9. Und Penumbra ist natürlich auch so ein Spiel, was man immer noch im Dunkeln spielt und mit Kopfhörern auf. Also Kopfhörer habe ich ja auf und sowas, aber im Dunkeln spiele ich es ehrlich gesagt nicht, weil ich eigentlich unglaublich anfällig bin gegenüber solchen Spielen. Ich habe damals Amnesia eine Viertelstunde gespielt und bin dann gestorben. Geistig. Körperlich auch fast.
Warte mal, ich mache ganz kurz mal eine Fackel an hier. Dass ihr auch mal was seht. Das nebenbei, wenn ich auch mal was sehe. Hier gibt es irgendwelche Ringe. Kann man da irgendwas machen? Nein. Doch. Es klang ein Klang. Vielleicht ist jetzt sozusagen die Falle deaktiviert worden. Ich würde mal schätzen, dass es so ist. So, probieren wir es nochmal aus. Dich habe ich weg. Zücke die Axt, bin ich tot? Nein. Panzergrill. Ja. Ich gelitten. Ja. Oh. Und? Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Lauf da hoch. Lauf da hoch. Ich weiß ganz genau, dass diese Panzergrille gefährlich ist. Schnell den Trank noch geschlürft. So. Axt gezückt. Kommst du hinterher? Du kommst hinterher. Los, komm hinterher, du blöde Kackgrille. Ich hole dich kaputt. Oh, oh ja. Hab leider keine. Oh ja. Na komm. Ja. Nein. Schiss. Zu wenig Raum zum Kampf mit einer Axt. Boah, 140 Punkte. Und ich habe einfach mal ganz schnell gedrückt, ohne das zu registrieren. Nehme ich jetzt die Fackel auf. Okay. So. Nochmal die F5. Ich hoffe, die Panzergrille war da gefälscht, die Gegner hier drin. Obwohl es eher selten ist, dass es der. Oh. Gefälscht die Gegner einfach nur ganz am Anfang ist. Aber ist auch mal der einzige Gegner auch. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Untote hier drin oder so. Was haben wir denn hier? Einen Ring. Die gucken wir uns gleich an. Und eine schwere Truhe. 75 Gold, einen Ring und ein Heiltrank. Na, na gut. Den Heiltrank habe ich gerade verbraucht bei der Panzergrille. Die Geräusche hier drin scheinen offensichtlich einfach so random zu sein. Behagen mir aber nicht. Aber ist übrigens, oder mal, eine Beere. Ist übrigens ganz schön, dass ich jetzt hier schon gesehen habe, dass man an diesen Ring ziehen kann. So weiß ich auch für später. Kann ich mir eine Fackel oder irgendwas machen? Nee. So weiß ich auch für später, dass ich immer mit Ringen irgendwas tun muss. Was ist das da oben? Ist das ein Magiekristall? Ach, das war doch so ein Anti-Magie-Kristall. War das nicht so? Ja, genau. Boah, waren die grün? Ah, völlig egal. Schnell raus, alles gut. Stan! Das Ding ist alles klar bei dir? Ja, aber mir ist jetzt alles klar. Hat zwar einen heilen Schreck da drin bekommen mehrmals, aber hey. Ansonsten ist bei mir alles klar. Geh wieder hoch zum Höfchen. Vielleicht können wir da oben eine Runde pennen oder sowas, oder zumindest irgendwie mit Pflanzenversorgung oder irgendwelchen anderen lustigen Krimskrams. Ihr habt irgendwelche Tränke dafür noch, glaube ich, ne? Hier ist eine Pflanze, das ist schon mal ganz gut. Hier sind irgendwelche Schweinchen, die friedlich vor sich hin grasen. Beklaut hatte ich euch alle schon. Rekrut. Severin, wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Was glaubst du? Hier ist alles ruhig. Hier ist immer alles ruhig. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen. Wunderbar. Außer, dass dein Kampfstab angekommen ist und du jetzt einen anderen, längeren Kampfstab hast. Aber Dankeschön dafür. Das hat sich für mich das mal, schon mal ziemlich gelohnt, zumindest. So. Drücken wir mal M, denn irgendwo hier muss da wohl der Osttempel sein. Die neuerliche Suche beginnt. Der Osttempel. Wo könnte der Osttempel also sein? Der Osttempel ist wahrscheinlich im Osten. Und Osten ist genau geradeaus, wenn ich das richtig sehe. Dummerweise habe ich Angst. Mir wurde auch schon gesagt, ach ja, Tefgal, du wirst so sterben bei dem Osttempel. Bulla, gleich mal speichern, wie ich gerade rede. Also werde ich es, glaube ich, noch ein neuerliches Mal probieren und den Osttempel zu suchen. Euer Osttempel suchen. 029 oder so. Genau. Mach aber natürlich vorher einen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis denn dann. Tschüss.